So, und herzlich willkommen zur 8. Folge von Pokémon, die wahrscheinlich etwas kürzer wird, weil die letzte Folge ein bisschen Überlänge hatte. Aber ist ja egal. Naja, Pikachu wird doch gleich rankommen. Denn in dieser Folge steht die Wasserarena auf dem Plan. Und Pflanzen-Pokémon haben wir leider nicht, aber wir werden ihn mit mit Elektro-Pokémon, also mit dem einen, das wir haben, ordentlich den Arsch versohlen. So hoffe ich. Schwimmer möchte kämpfen. Schwimmer setzt Sepa ein. Los, Metbo. Scheiß die Wand an. Okay, direkt Rosetten. Wir haben vergessen, unsere Pokémon zu tauschen. Aber dafür gibt es ja am Gameboy diesen On-Off-Schalter. So, Pokémon. Bitte erstmal wieder hier zurücktauschen. Dankeschön. Sprechen wir doch mal. Weil ich nicht weiß, ob wir es im ersten Durchgang schaffen werden. Das Schöne ist ja, nach den ganzen Trainern kann man immer erstmal wieder zum Pokémon Center rennen. Was wir auch tun werden. Ich bin dein erster Gegner. Es geht los. Ja, auf los geht's los. Der sieht aus wie so ein Affe, Alter. So, Sepa. Wir sind 4 Level über ihn. Haben einen Typenvorteil. Das sollte also kein Problem sein. Ja, Blubber ist relativ egal. Sehr schön. Sepa wurde besiegt. 280 EP. Mushas. Mann, nein. Level 16 auch. Sehr gut. Oh, ach, Volltreffer. Sehr schön. Attacke ist sehr effektiv. Mushas wurde besiegt. Pikachu erhält 330 sogar. Sehr schön. Und wir erreichen Level 21. Also unser Pikachu. Ash besiegt Schwimmer. Schwimmer, das darf nicht wahr sein. Wow. Ah, ernsthaft jetzt? 80 Yen? 50 Cent? Von dem Trainer in der Arena hätte ich jetzt echt ein bisschen mehr erwartet. Zuerst fordere ich die Sheros. Misty muss warten. Ja, okay. So, was hat die gute Dame denn für Pokémon? Oh, ein Pokémon. Pfadfinderin möchte kämpfen. Pfadfinderin Goldini. Egal, Goldini. Obwohl, ist schon Level 19. Ah, egal, beim Typenvorteil. Das sollte also kein Problem sein. Aua. So, damit wäre denn Goldini fertig und damit auch die Pfadfinderin. 450 EP. Geile Scheiße. Ich bin überwältigt. Ah, siehst du, bei ihr bekommen wir 380 Yen. Das ist nochmal ein ordentlicher Preis, ordentlicher Gewinn. So, Pokémon Center ist zum Glück direkt hier neben. Haben wir keinen allzu langen Weg. Denn bei Misty möchte ich tatsächlich frische Pokémon haben. Und nicht irgendwie welche, die schon über einem HD sind. Das wäre nicht so prickelnd. Dann, da, da, dann. Hoppla, los. Tun Sie Hilfe machen. Komm jederzeit wieder vorbei. Hm, mal schauen. Wahrscheinlich schon. So. Achso, wir speichern natürlich nochmal. Speichern ist das beste Gut der Welt. Guten Tag. Hey, du musst hier neu sein. Welche Pokémon-Taktik setzt du ein? Wie gehst du vor? Meine Devise ist ein offensiver Einsatz von Wasser-Pokémon. Dein Gastgeber ist... deine Gastgeberin ist Misty. Die berühmte Schönheit. Ha. Bist du bereits süßer? Digga, will ich ein Date oder was? So, mal gucken, was sie hat. Sie hat zwei Pokémon. Und wahrscheinlich die, die sie auch im Anime hat. Also Sternblu und diese Weiterentwicklung davon. Sternblu dürfte kein Problem sein.
Das Problem ist immer das Level. Und wie man sieht, Sterndu hat gerade mal Level 18 und ist dementsprechend auch kein Problem. Attack ist sehr effektiv. Sterndu wurde besiegt. Pikachu hält 408 EP. Starmie. Starmie, was mache ich da? Wisst ihr was? Ich gehe mal auf Nummer sicher. Ich mache erstmal Smetbo. Und versuche das gute Fisch einzuschläfern. Ich weiß nicht, ob das bei Wasser-Pokémon geht. Wir probieren es einfach mal. Ja, ja, komm. Yes, Dami schläft. Geile Kacke. Dann kommt jetzt Pikachu rein und jetzt kann es ganz getrost hier ne, schön hier elektrifililalieren. Weil das Problem ist, Dami hat halt auch 21, also Level 21. Und Dami hat seine relativ starke Attacken. Oh. Und wir haben selbst mit Volltreffer nicht mal die Hälfte. Alter Schwede. Naja, zum Glück haben wir schlafen gelegt. Ansonsten hätten wir durchaus ein bisschen alt aussehen können. Ja, geil. Dami schläft die ganze Zeit. Das ist cool. Okay, also das war echt eine coole Taktik mit dem Schlafenlegen. Das gibt uns eine ganze Menge Zeit. Nice. Easy, wir haben gewonnen. Ha. Starmie wurde besiegt. Pikachu hält 460 EP. Pikachu erreicht Level 22. Smetbo hält auch 460 EP. Nice Scheiße. Wow, du bist sehr gut. Alles klar. Ich überlasse dir die Quellorden. Als Zeichen deines Triumphes. Ich gewinne 2000 Yen. Doch, das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Der Quellorden lässt alle Pokémon bis Level 30 deinen Befehlen gehorchen. Dafür gibt es eine Peitsche. Sogar Außenseiter gehorchen dir. Deine Pokémon können den Zerschneider nun jederzeit einsetzen. Du kannst kleine Büsche zerhacken und so neue Wege freilegen. Zu guter Letzt schenke ich dir noch mein Lieblings-TM. Ich erhält TM11. Okay. Willst du sonst noch was zu sagen? Ah, TM11 ist der Blubstrahl. Wasser-Pokémon können diese Attacke erlernen. Ja, okay. Ich dachte, die sagte irgendwas Gescheites, so wie zum Beispiel, weiß nicht, draußen ist tagsüber hell oder sowas, keine Ahnung. So. Das heißt, wir haben die zweite Arena areniert. Wir haben gut 10.000 Yen, das ist gar nicht mal so schlecht. Können wir uns mal wieder ein paar Items kaufen. Also natürlich nicht jetzt einfach direkt auf den Kopf hauen. Aber wir haben zumindest schon mal das Potenzial dazu. Und ja. Dann gehen wir erstmal direkt wieder ins Pokémon Center. Wir gucken Pokémon Center, ja, ja. So. Sehr schön. Achso, halt, wir können gleich mal das TM hier ablegen. Das braucht keine Sau mehr. PC von Ash. Dein PC wurde. Zugriff, Lagerung, bla bla bla. Trankkarte, Pokémon Gegner, bla bla. TM11. Diesen einen Sonderbonbon, den wir da nochmal eingesammelt haben, können wir auch gleich ablegen. Mann, so. Du da, danke. Genau. So. Wo gehen wir jetzt hin? Hier in dem Haus waren wir bereits. In dem Haus gibt es keinen Eingang. Hier steht eine nette Dame davor. Die Leute hier wurden beraubt. Wir sind sicher, dass es Team Rocket dahinter steckt. Was? Sogar die Polizei ist gegen Team Rocket machtlos. Ja, das ist aber echt, also, ne? Und dafür zahlen wir Steuergelder? Ich glaub's ja. So, hier unten sind noch ein paar Häuschen. Oh, das ist eine gute Dame. Mit einem Pokéball. Ultraschall, los! Was? Jetzt mach schon! Hä?
Ist die auf Drogen oder was? Elektroball wendet sich ab. Ja, nee, ist klar. Genau, hier ist der Fahrradladen, da waren wir bereits drinne. Gut, dann verlassen wir mal jetzt die Stadt gegen Norden und dann, ja, schauen wir mal, was kommt. Das Problem ist, wir haben hier zwei Wege. Links oder rechts, das ist die gute Frage. Erstmal speichern. Immer speichern. Nani? Hi Ash! Oh Gott. Du bist also immer noch unterwegs? Mir geht es bestens. Ich habe jede Menge neue Stark-Pokémon gefangen. Zeig mal, was du gefangen hast, Ash. Okay. So, mal gucken, was hat denn Gary mittlerweile? Gary möchte kämpfen. Okay. Gary setzt Habitat. Ja gut, okay. Also Habitat ist für uns überhaupt kein Problem. Ist der Typ Flug. Also ist für Pikachu ein Leckerbissen. Tada! Sehr schön. Aua. Dreimal getroffen. Ich hau dich tot. So, damit wäre Habitat denn down. Und Habitat wurde besiegt. Ja, ja, Pikachu hält 220. Sehr schön. Sandan. Da wechseln wir tatsächlich mal, weil Sandan ist ja Boden oder für so ein Scheiß. Und da ist Elektro leider überhaupt nicht gegen effektiv. Da muss leider Smetbo das Ruder an sich reißen. Was ja kein Problem ist. Heieiei. Naja, Sandam ist leider auch, was Kratzer angeht, halt relativ stark. Aber für uns zum Glück nicht stark genug. Yay, besiegt. 300 EP. Sehr schön. Smetbo erreicht Level 17. Gary wird Ratzfratz in den Kampf setzen. Na gut, da wechseln wir mal. Lele. Da wechseln wir wieder auf Pikachu. Ja. Sehr schön. Donnerschock macht jetzt Viech fast weg. Und Ratfatz ist auch noch paralysiert. Sehr geil. Aua. Okay, unser Pikachu geht gar nicht mehr so gut. Aber für Gary muss es reichen. Und wir erhalten 180 EP. Und Evoli. Holla die Waldfee. Nein, bei Evoli bleiben wir bei Pikachu. Level 17. Na gut. Mal gucken, wie gut wir... Aua, nicht so. Wow. Okay. Evoli trifft natürlich wieder daneben. So, Sandwirbel hat getroffen. Jetzt haben wir ein Problem, weil damit nämlich unsere Genauigkeit sinkt. Wow. Ist... Wow. Evoli setzt bei uns Sandwirbel ein und Tropfen gehen bei Evoli die Hälfte der Attacken daneben. Das ist... ja. Wow. Scheiße. Ah. Okay. Dann sollte man jetzt doch wechseln. So, einmal Konfusion. Die Sache hat sich erledigt. Sehr schön. Evoli wurde besiegt, Pikachu 160 und Smetbo 160. Ash besiegt Gary. Hey, schon gut, du hast gewonnen. Ash gewinnt 600 Yen, grad mal, Digga. Soll ich dir was verraten? Ich war bei Bill und habe mir seine seltenen Pokémon zeigen lassen. Das hat mir einige Einträge in mein Pokédex gebracht. Bill ist weltweit als Pokémaniac bekannt. Er hat das Pokémon-Lagerungssystem für den PC entwickelt. Du kannst dich bei ihm dafür bedanken. Naja, ich schau ab. Mach's mal gut. Ja, okay. Damit wissen wir jetzt auch, wer dieser jemand des PC ist. So, willkommen im Pokémon Center. Dann lass mal heilen. So. Ja, komm. Komm jederzeit wieder vorbei. Na, vielleicht.
An den PC wird es, glaube ich, nicht. Da haben wir erstmal nichts Neues bekommen. Nö. Gut, dann gehen wir mal direkt hier wieder gegen Norden und dann schauen wir mal, was als nächstes kommt. Speicher nicht vergessen. So, hier haben wir wieder ein paar Trainer. Sehr schön. Das hier ist die Nuggetbrücke. Wenn du uns 5 Trainer besiegst, erhältst du einen wertvollen Preis. Würdest du dein Glück versuchen? Warum stellt die Frage, darauf ich nicht antworten kann? Das macht überhaupt keinen Sinn. So, Käfersammler möchte kämpfen. Käfersammler setzt Raupi ein. Das war deine dümmste Entscheidung, die du jemals getroffen hast. Soll mir aber recht sein. So, Raupi wurde besiegt. Pikachu erhält 160 EP. Käfersammler wird Hornlio in den Kampf schicken. Oha, ein Gift-Pokémon. Hoffentlich kommt er nicht zum Zug. Bitte Volltreffer. Ach, scheiße. Ah, Fadenschuss. Ah. Ja, unser Initialwert ist, ist gesunken. Trotzdem dürfen wir zuerst angreifen. Einfach weil unsere Blitzattacke einen extrem hohen Initialwert hat. Das heißt, wir greifen fast immer zuerst an. Selbst wenn unser Initialwert gesunken ist. Wow, du bist echt gut. Echt, gib mir 140 Yen. Nummer 2, okay. Immer diese Leute, die sich selber einfach nur als Zahl degradieren. Göre möchte kämpfen. Taubvieh. Wow. Ihr wisst aber schon, dass ich den Pikachu habe, oder? Ich sag mal so, eure Pokémon-Auswahl ist nicht gerade die geilste. 160 HP, Göre. Oh, Nidoran, das ist schon was anderes. Nein, nicht wechseln. Vielleicht sollten wir doch mal Tackle benutzen. Heuler. Ernsthaft jetzt? Es hätte jede sinnvolle Attacke einsetzen können, aber ausgerechnet Heuler. Dafür, dass das nächste Runde eh tot ist. Das ist so useless. Ich besiegt Göre. Ja, kannst du mal schauen. So schnell kann das gehen. Und Nummer 3. Hier kommt Nummer 3. Ich mach dir das Leben schwer. Okay. Wenn du das sagst, dann wird er hoffentlich schon stimmen. So, Teenager möchte kämpfen. Teenager setzt Radfratzen. Ja, also Leben schwer machen sieht anders aus. Denke ich jetzt einfach mal. Gut, wir müssen immerhin zweimal angreifen. Ja, es ist schon... Warum auch immer er jetzt er zuerst angegriffen hat, ich habe keine Ahnung. Radfratz wurde besiegt, 170 EP. Teenager Rettern, oh Gott. Dann wird das hier wieder ein leichtes. Oder auch nicht. Hm, wechseln wir? Ich glaube ja. Meppo, ich nehme dich. Ach, leck mich doch. Trotzdem macht es jetzt keinen Sinn, aber einfach mal just for fun. Digga! Silberblick. Egal. Jetzt bist du sowieso weg. Von daher. Lecko Mio. Rettern wurde besiegt. Pikachu erhält 60 EP. Pikachu erreicht Level 23. Smetto hält 60 EP. Topsy hält auch 60 EP. Topsy erreicht Level 10. Digga. Hier kriegt ja jeder sein Fett weg. Teenager wird Zubat in den Kampf schicken. Möchtest du Pokémon wechseln? Nein. Und Donnerschock. Bye bye. So, damit haben wir 3 von 5 besiegt.
Ash besiegt Teenager. Oh, 200 Yen. Achso, okay, komm, wir gehen erstmal zum Pokémon Center. Wir haben jetzt mehr als die Hälfte besiegt. Ist also eine gute Zeit, einfach mal vorsichtshalber, ne? Unsere Pokémon wieder wach zu rütteln. So, willkommen im Pokémon Center. Lalalala. Ja. Sehr schön. So, aber ich glaube mal, ich mache die Dame hier erstmal erst in der nächsten Folge. So. Speichern. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dann.